Wir zeigen Ihnen hier ein kleines Unboxing-Video zur ersten Inbetriebnahme unseres CO50. Zunächst lösen wir das Transportsiegel, öffnen die Box, entnehmen das Montagematerial für die Wandmontage und dann kommt auch schon der CO-Melder zum Vorschein. Außerdem finden Sie mitgeliefert ein Klebepad, das alternativ zur Wandmontage genutzt werden kann. Und dies ist der CO-Melder. Zur Inbetriebnahme müssen Sie zunächst die Montageplatte nach unten vom Melder abschieben. Wir öffnen einmal das Batteriefach. Hierzu wird die Lasche gedrückt und das Batteriefach nach hinten weggehoben. Die Batterie ist eingelegt und muss nun zunächst einmal entfernt werden. Werkseitig ist die Batterie mit einer Transportfolie versiegelt. Diese müssen wir erst einmal entfernen. Vollständig, damit alle Kontaktpunkte frei liegen. So, nun liegen die Pole frei und die Batterie kann polrichtig in den Melder eingesetzt werden. Dies wird mit einem Piepton bestätigt und führen das Batteriefach wieder zusammen. Der Deckel wird geschlossen, rastet ein und der Countdown beginnt. Nach 120 Sekunden ist das Gerät betriebsbereit. Soll der CO-Melder an der Wand befestigt werden, bohren Sie die Montageplatte an die Wand. Dies sind die Bohrlöcher entsprechend der Anleitung. Oder Sie nutzen das Klebebett, welches hier angebracht werden sollte. Um den Melder an der Wand zu befestigen, schieben Sie den Melder auf die Montageplatte auf. Unser Melder ist nun betriebsbereit. Wir testen einmal die Funktion durch Drücken der Testtaste. Es wird gleich recht laut werden. Und die LED wird in allen drei Anzeigeformen blinken, rot, gelb und grün.